Oh, also Zunge hat eine Klappspaten. Fünf Leute kommen mit, ist mir egal wer. Kloppt euch. Ja, ich bin hier. Ja? Sind schon vier? Oder? Einer ja. Noch. Hallo, einer noch. Brauche noch einen. Oh ja, ist ja okay, entspann durch. Na, dann machen wir vier anders. Lass ihn da stehen. Ne, komm, wir vier gehen ab. Okay. Okay. Schon zu spät. Was zu spät? Wofür? Nein, komm mit. Nein. Uiuiui. Aber der Terror muss mich doch beschützen vor der bösen Menschen. Ah, hier ist so. Männerbunte. Okay. Ja, hallo. Hallo. Sorry, du bist leider zu spät. Kannst du mir aufgehen? Kommst du in den nächsten Gruppe rein? Alles klar. Es tut mir unfassbar leid, sorry. Hab ich den internationalen Tag des rosa Hemds vergessen oder so? Nee. Nein, ja. Die Hirn haben Geschmack. Aber deins passt besser als meins. Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, meins war im Sale, weißt du? Im was? Im Sale, war im Angebot. Okay. Wie viel hast du gezahlt? Meins. Das war kann ich nicht drüber reden, sonst bist du neidisch über den Preis. Okay. Das hier sind Designer-Klamotten. Halt die Fresse jetzt! Okay. Oh. Ich hab Bock auf die Scheiße hier. Wollen Sie wirklich hier jeden Tag? Okay. So, mein Name ist Kana Chapulla. Ich arbeite hier. Oh, wer hätte das gemerkt? Keiner. Das ist mein Büro. Und normalerweise, also nicht nur mein Büro, sondern auch das vom Stulle. Also war's mal. Ich keine Ahnung, was der jetzt macht. Irgendwie fehlt er in letzter Zeit häufig. Ist auch egal. Auf jeden Fall mache ich hier die ganze Scheiße. Und ja, das läuft gleich folgendermaßen. Es gibt zwei Regeln. Erstens, nicht schreien. Ihr flüstert hier. Kapische? Ich habe da hinten eine sensible Palme. Gut, also nochmal das Ganze, ne? Sollte also, hier einer rumbrüllen. Fünf Leute, nicht sechs, nicht vier, fünf so Leute, der Typ die da raus. Viel zu laut. Ganz schön lautes Organ hat der Kollege. Ja. Ja. Okay. Und solche könnt rauchen, fühlt euch frei, wenn ihr irgendwas ausziehen wollt, auch kein Problem, ne? Wir dürfen meine Schuhe ausziehen? Ja, alles, was ihr wollt, ne? Ich bin hier nicht so. Okay. Und okay. Ganz wichtige Regel für euch, egal was hier drin besprochen wird, es bleibt hier drin und verlässt nicht den Flughafen, kapische? Ja. Okay. Alles klar. Gut, also, ich sag mal kurz was über meine Person und dann zum besseren Kennenlernen erzählt ihr ein bisschen was von eurer scheiß Lebensgeschichte, die keinen Arsch interessiert. Okay. Das ist halt leider so, ich hab darauf auch keinen Bonk, aber naja, wir haben halt eine ziemlich hohe Assi. Feier ihr richtig, Digga. Das wollen wir halt ein bisschen. Ja. Ich ja. Musste schön, ich musste mal richtig raste aus. Jetzt weiß ich, was er meint. Das hat doch Horror. Oh Gott. Dilettanten. Alten Schreien. Hat jemand von euch Zigaretten mitgenommen? Nee, ich bin nicht Raucher. Rauchen, da bist du auch. Okay. Rauchen ist ungesund. Dann müsste ich mir ein Päckchen holen. Du bist mein Mann. Wobei eigentlich, wenn ich hier eh, könnte eigentlich auch gleich aufhören zu rauchen. Ja, hör auf damit. Ja. Das okay. Teufelzeug. Neues Leben anfangen, gleich mit dem Rauchen aufhören. Genau. Werde ich machen. Danke für den Tipp. Jetzt an mit dem ja, Rauchen. Bitte, bitte. Bester ist das Harry. Wer ist Harry? Na, ich denke, er ist Harry. Also. Hier, lass dich umarmen. Ja, nee, das ist schon so warm das mir hier zu kitschig. Andro. Nein, er hat mich gerade mein, davon wir überzeugt, wir haben zwar den Kamasutra erfunden, ja. Aber das ist mir auch ein bisschen zu viel Liebe in diesem Raum. Ja. Ich bin alt, aber nicht liebebedürftig. Ja, okay. Ach, ist ja auch scheißegal, wer ich bin. Der kann er halt. Pass auf, wir machen jetzt folgendermaßen. Einer von euch, das ist mir scheißegal, wer anfängt, der erzählt jetzt mal so ein bisschen was über sich. Wo er herkommt und keine Ahnung, Blutgruppe, irgendwas, allen. Okay. Soll ich anfangen? Ja. Es ist mir egal! Ja, okay, dann fange ich mal an. Also, ich bin der John. Hallo John. John Edwards mit dem Nachnamen. Ihr könnt mich aber alle John nennen, das ist mir eigentlich wurscht. Ihr könnt mich auch Eddie nennen, ist mir okay, auch egal. Johnny. Oder Johnny, das ist auch okay. Sackfrosch. Ja, dann nenn mich halt Sackfrosch, damit kann ich auch leben. Wie darf ich dich nennen? Hab ich doch gesagt, keine. Okay. ja. Ich komme aus der Schweiz und möchte hier einreisen, weil ich vor allem Positives hier gehört habe. Grundsätzlich wollte ich eigentlich hier nur Ferien machen. Hab dann aber eine Scheißsituation begangen, als ich in meiner Ausbildung war, okay. Als Polizeikadett. Ich bremse das erste Mal. Was hast du denn gehört? Was hab ich gehört? Also über den Staat, wie. Ja, ich hab gehört, nur Positives. Was? Du hast hier gesagt, du hast nur Positives hier gehört.
Richtig, ich habe Positives gehört, dass es hier halt extrem nette Leute gibt, dass es freundlich also, ist. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, als ich hier angekommen bin und erstmal ihre Mitarbeiter gesehen habe, habe ich mir zuerst was anderes gedacht. Ja, weißt du Bescheid, ne? Ich hätte Rückseite in der Hochglanzbroschüre lesen sollen. Ja, da gehe ich gleich wieder, da ist ja die Tür. Der macht mich fertig. Wo ist die Tür? Da vorne. Hinter der Wand. Nimm den erstbesten Schläger wieder zurück. Ja, ich bin ja hier irgendwie reingekommen, oder? Da kann ich ja auch wieder rausgehen. Nein. Wow. Was ist positiv ist, keine Ahnung. Ich habe halt gehört, dass die Polizei gut funktioniert, dass es sehr sicher ist hier. Du bist Komiker, wa? Also wollen Sie mir erzählen, dass mein Kollege hier nur Scheißdreck geschrieben hat über diesen Staat? Ja, mit so einem Schnitt funktioniert die Polizei. Der war gut. Okay, Sie haben mich ja gefragt, was ich hier darüber erfahren habe. Das ist das, was ich erfahren habe. Wenn es falsch ist, werde ich das relativ bald sehen. Dann bleibt es vielleicht auch nur bei den Ferien und dann gehe ich wieder. Ja, alles klar. Aber ein bisschen jetzt so zickig. Richtig zickig. Okay. Geil. Ja, meine Polizeischule habe ich nicht wirklich abgebrochen. Sie wurde für mich abgebrochen, weil ich beim Jointrauchen erwischt wurde. Ich glaube, ich muss keinem erklären. Ich muss keinem erklären, warum Polizeikadettenschule und dein Jointrauchen nicht gut zusammenpasst, oder? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das Problem auch nicht. Ich verstehe das Problem auch nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht. Vielleicht warst du das Problem. Ja, vielleicht war auch ich einfach das Problem. Der Chief hatte mich eh nicht so gern, da sie mich dann das gesehen hat. Hat er mir gleich einen Freekick aus der Fronttür rausgegeben. Also warum, verdammte Scheiße, hast du denn den gekifft, denn? Haben Sie das noch nie gemacht? Haben Sie das noch nie gemacht? Dann zeig mir einen Finger auf angezogene Leute. Tut mir leid. Was, ich kiff ihn bescheuert, aber ich will auch kein Kopf werden. Ja, vielleicht falsche Lebenseinstellung gemacht, oder ich mal Kopf werden wollen. Ey, ich hab doch damit nicht gesagt, dass ich ein guter Kopf mehr werden möchte. Aber als Kopf kann man halt Geld verdienen und andere Leute über den Tisch ziehen, ne? Ja, bitte. Ja, gut, von mir aus. Ja. Ja, genau. Grundschule und so war scheiße, war sowieso eine Katastrophe. Die Lehrer sind die größten Hurensöhne, die man jemals gesehen hat. Respekt ist da unten. Wo? Wahrscheinlich sogar tiefer. Nein, eigentlich im Keller unten, aber. Ja, kommt aufs Gleiche raus. Ich hatte dann eigentlich gar keinen Bock mehr. Es war zwar sehr intensiv auch. Ich habe auch wahrscheinlich irgendwas gelernt, aber so nach 2 Jahren in der Schule dort hatte ich dann gar keinen Bock mehr. Ich wusste gar nicht, dass meine Polizeikadettenausbildung anfangen kann. Ich glaube, die haben sich da irgendwie in den Zeugnissen vertan, weil eigentlich hätte ich mich gar nicht erst angehen dürfen. Warum das denn? Boah, ja, keine Ahnung. Glauben Sie, dass man ohne Grundschulabschluss, beziehungsweise wie es bei uns heißt, Sekundarschulabschluss, eine Polizeikadettenausbildung anfangen kann? Du hast keinen Grundschulabschluss? Nein, ich habe keinen Grundschulabschluss. Was ist deine Schule? Okay, ich fasse zusammen. Deine Grundschullehrer waren Hurensöhne. Richtig. Du hast keinen Grundschulabschluss? Genau. Und während der Polizeiakademie hast du gekämpft? Richtig. Ich denke, das reicht das als Beschreibung, warum ich hier einreisen will und ein neues Leben anfangen möchte? Nee, das reicht als Beschreibung, dass du mal kurz mitkommst. Okay. Entschuldig die Unannehmlichkeiten. Warte nicht eben noch zu zweit. Ja, jetzt sind wir wieder. Da waren es nur noch 3. Genau. Also ihr 3 rosa Schweinchen. Wer möchte als nächstes? Ich würde sagen links. Okay. Und jetzt nach der Therapie wollte ich einen komplett neuen Anfang machen. Okay. Sag mal, habt ihr zwei keine Taschen dabei? Ihr habt ihr im Kofferband vergessen, ne? Ja, hab ich. Ja, dann holt die mal eben noch fix, ne? Tja, okay. Ich war ein Fuchs. Ja. Also jetzt? Sofort? Ja. Okay. Ja. Kannst du lange ein Stückchen Schokolade essen bestimmt, ne? Ja, okay. Weißt du, das ist eine Verwirrungstaktik, die Leute einfach immer dazwischen labern. Das ja. Aus dem Konzept. Tja. Da waren es nur noch 1. Ja. Ab darauf läuft's auch fast hinaus. Ja. Unterhalten wir uns, wer sind Sie denn? Ja, muss mich ja gleich nochmal vorstellen, ne? Ja, für die anderen ist das ja scheißegal, für mich ist das wichtig. Anstrengend. Bin der Helmut. Helmut Ernst, ne? Der Name ist Programm. Und ich komme aus North Carolina. Helmut Ernst aus North Carolina? Ja. Okay. Und
In Greensboro habe ich gelebt bis vor kurzem als Arbeitsloser. Ja. Ich habe ab und zu mal ein bisschen gejobbt, so ein paar Dollars auffrischen, ein bisschen Bus fahren, ein bisschen Taxi und ja. Wie sind Sie so auf der Straße gelandet? Ich war ja nicht auf der Straße. Aber Sie waren arbeitslos? Ja, ich habe eine Wohnung gehabt. Ach, okay. Die hat mir mein Sohn bezahlt. Oh, ah! Ja. Ja, also, ja, wie viele Söhne haben Sie oder Töchter? Einen einzigen. Wie heißt der? Der heißt Bruce. Wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt 25. Leider kein Kontakt mehr. Dann hat er Ihre Wohnung bezahlt? Wie lange? Ungefähr 7 Jahre. Okay, ja, und was haben Sie vor 7 Jahren gemacht, als er Ihnen noch nicht Ihre Wohnung bezahlt hat? Ja, immer gejobbt, ne? Ein bisschen Bus, ein bisschen Taxi. Habe ich meine Dollars aufgefrischt. War ja auch keine teure Wohnung, ne? War eine Einzimmerwohnung für Rentner halt. War nichts Tolles. Okay, ja, und was wollen Sie hier machen? Na, hier möchte ich ein bisschen frischen Wind in mein Leben kriegen, solange ich noch Zeit hab. Und ja, mal die Stadt angucken, ne? Ein bisschen jung sein. Verstehe ich. Ja, okay. Ja, können Sie meinen, ich muss, tut mir leid, es ist leider Taschenkontrolle, ist leider nicht. Können Sie bitte hinter mir kurz die Taschen auf den Boden stellen? Oh ja, Sekunde. Danke für die Erinnerung, da war mein Zahnbürste drin. Ja, sehen Sie? Stellen Sie bitte hinter mir die Tasche auf den Boden, ich muss ihn leider durchsuchen. Ja. So. Ich hoffe, ihr seid keine langen Finger, ne? Ja. Soll ich wegtreten von meiner Tasche? Oder vor stehen bleiben. Ist mir egal. Also, ich dachte, damit sie besser rankommen, soll ich mach mal Platz für sie. Okay. So, dann machen wir ein schönes Kreischen hier. Ein Kreis, ja. Ja, alles klar, der Herr. Dann machen wir da, wo wir stehen geblieben sind, weiter. Also mit dem Drogensüchtigen. Also, wie war Ihre Therapie als solches? Erzählen Sie mal. Hatten Sie Gesprächstherapien oder Gestaltung oder was haben Sie gemacht in der Therapie? Also auf jeden Fall hatten wir Gesprächstherapien, wie es dazu kam. Und wie soll Ihr Leben dann jetzt hier aussehen? Also wie stellen Sie das vor? Also ja, wie stelle ich mir das Ganze vor? Ich möchte einfach komplett neu anfangen. Überhaupt nichts mit Drogen, Rauchen, mit Alkohol oder sowas ja, zu tun haben. Haben. Also gibt's einen Job finden. Als Drogen. Wie bitte? Wie bitte? Ich habe das gerafft, dass Sie mit von den Drogen weg. Gibt es andere Themen in Ihrem Leben, als nicht mehr Drogen zu nehmen? Ich möchte einfach nur komplett neu anfangen. Job. Ein Haus später haben. Auto. Okay, wir setzen das Ganze hier ab. Pass auf, ich muss dir was sagen, ja? Ja. Also. Denn das, was dir im Leben widerfahren ist, das ist einfach scheiße. Und das ist halt, keine Ahnung. So, ich habe halt eine schlechte Sozialprognose für dich und du kommst halt auch nicht wirklich erst hier raus. Und dir zuzuhören ist sowas von anstrengend für mich. Boah, du kannst dir gar nicht vorstellen. So, ich muss erstmal rauchen davon. So, keine Ahnung. Und du hast halt auch so kein Ziel im Leben und ich hasse es, wenn Leute hier vorbeikommen und einfach überhaupt nicht wissen, was abgeht. So, sie sich überhaupt keine Gedanken machen. So sagen, ja, ich kann nix und ich nehme Drogen und ja. Keine Ahnung, das ist halt einfach scheiße und... Ja, was soll ich aus meiner Vergangenheit erzählen, weiß ich nicht. Wenn ich nur... Du bist so spannend wie ein Pantoffeltierchen. Ja, tut mir leid. Ja. So bin ich halt persönlich. Ja. Also ich werde dich dann gleich wahrscheinlich durch die Tür lassen um. Aber komm ein bisschen aus dir raus. Ja. Überleg, was du machen willst. Mach irgendwas. Ja, ich bin ein zurückhaltender Mensch. Was wird noch? Ja, das ist die eine Sache. Komm, ich lasse deinen Hund drauf. Ich hab heute gute Laune. Ja.
Oh, das hat was zu sagen. Aber weißt du, wann es losgeht? Circa 19.30 Uhr. Oh, was? Na, Dreiviertelstunde. Ja, es kommen ja sicherlich noch mehr raus und die wollen ja wahrscheinlich auch alle mit. Uiuiui. Ui, ui. Fahren sie nicht zweimal? Nee. Uiuiuiui, ui, 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 hätte ich es mal vorher gewusst. Na, wenn sie nicht mehr mitmöchten, können sie ihr Geld gerne zurückbekommen. Also, wenn sie nicht warten wollen. Eine Dreiviertelstunde. Halt gut, wenn sie die Ersten sind, die rauskommen. Irgendwer muss halt immer warten, ne? Ja, stimmt. Es kommt halt darauf an, also wenn wir Glück haben, können wir schon viertel los. Kommt immer so ein bisschen darauf an, wie schnell die im Flughafen sind, ne? Na, dann warte ich noch. Nö. Nö. Also die Bustour lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die will ich auch mitmachen. Könnte ich vielleicht mein Geld wieder haben? Hola. Würde zu lange dauern. Ja, hi. Also sie wollen jetzt doch nicht mitfahren? Nee, es dauert wirklich zu lang. Okay, dann kommen sie mit. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, ich sterb bald. $50 wieder? Ja, bitte. Ja. Sehr schön. Danke. Schönen Tag noch. Sorry. Immer so viel Zeit, ich sterb bald.